Natürlich wirst du mich zurück nach St. Petersburg begleiten. Alles andere wäre unschicklich. Und wie soll ich dort meine Studien fortsetzen? Du musst erst einmal gesund werden. Und solange bist du exmatrikuliert. Du hast mich einfach abgemeldet? Natürlich. Dann bleibe ich hier und werde mit Paul Rehe und Friedrich Nietzsche privat weiter studieren. Dann wirst du deinen Ruf und den unserer gesamten Familie ruinieren. Bedenken Sie auch, wie sehr Sie mit einer solchen unmoralischen Lebensweise der Sache der Frauenbewegung schaden würden. Unmoralisch? Es geht mir um die Entwicklung meines Charakters und meines Geistes. Du musst versuchen, das Glück in dem zu finden, was möglich ist. Für mich ist es jedenfalls nicht möglich, nach St. Petersburg zurückzugehen. Dann wirst du dir hier einen passenden Mann aus der Gesellschaft suchen müssen. Ich habe also kein Recht auf eigene Entscheidungen, so wie meine Brüder. Die werden auch demnächst heiraten. Sie sind aber nicht von ihren Frauen abhängig. Lou, du solltest dankbar sein, dass du einer Gesellschaftsschicht angehörst, in der Frauen nicht arbeiten müssen. Sobald du Kinder hast, wird dein Leben ausreichend gefüllt sein. Ist es so für dich, Muschka? Füllt es dich aus, deine Tochter an Luftkurorte zu begleiten? Paul Rehe ist ein Mann aus gutem Hause und er scheint dich sogar zu lieben. Es wäre das Einfachste, du nimmst seinen Antrag an. Ich überredete Paul und Friedrich, mit uns an die oberitalienischen Seen zu fahren. Meine Mutter war einverstanden. Sie hoffte weiter auf eine baldige Verlobung. Ich hatte heute Nacht einen Traum. Wir lebten zusammen. Jeder hatte sein eigenes Zimmer, aber wir konnten immer unsere Gedanken austauschen. Gemeinsam studieren, schreiben. Eine Kameradschaft mit dem Ziel der geistigen Vervollkommnung. Wäre das nicht wunderbar? Das verstößt gegen sämtliche Konventionen. Muss ich nicht in erster Linie an mich denken? Dein ungezügelter Enthusiasmus ist nur durch deine wunderschöne Jugend zu entschuldigen, Lou. Wir wollen doch mal sehen, ob die scheinbar unüberwindlichen Schranken, die diese Welt zieht, sich nicht als harmlose Kreidestriche erweisen. Du bist verrückt, Lou! Das ist die Frau, von der ich immer geträumt habe.